Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich euch kenne, habt ihr euch bestimmt gefragt, was jetzt auf dem Hauptkanal passieren wird. Digga, was labert der für Scheiße? Die Antwort? Naja, crappy Videos. Also hat sich relativ wenig verändert. Aber ich will ja auch gar nicht um den heißen Apfel herumreden. Danke. Ihr habt alle geglaubt, ich sage Brei, lol. In diesem Format will ich bekannte Bild- und Videoeffekte nachmachen und versuchen, sie so gut wie möglich zu recreate. Heute geht es um einen simplen, aber gleichzeitig auch sehr coolen Effekt. Trommelwirbel, Parallax. Der 3D-Foto-Effekt, der gerade auf TikTok mega trendet? Ach so. Wir können uns das Ganze natürlich einfach machen, indem wir einfach die App CapCut 3D nehmen. Aber ganz ehrlich, Marcel wäre nicht Marcel, wenn er das Ganze nicht selber machen könnte. Schritt 1. Foto aufnehmen. Dafür habe ich mich natürlich hübsch gemacht, mir eine gute Kulisse ausgesucht. Und bam, heftiges Foto. Schritt 2. Die Ebenen unterteilen. Erstmal überlege ich mir, was ich in dem Bild bewegen will. Ja gut, bei mir ist es jetzt nur mich und die Bank, aber theoretisch könnt ihr es bei euren Fotos dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Bäumen machen, mit irgendwelchen Objekten im Vordergrund. Bevor ich jedoch anfange, muss ich das Bild etwas, wirklich etwas bearbeiten. Zuerst mache ich eine leichte Color Correction drauf. Danach mache ich diese scheiß Haare weg und photoshoppe meine Pickel wie auch kleine Dinge im Hintergrund weg. Jetzt schneide ich mich aus. Jetzt kann ich zwar die Ebenen verschieben, aber es sieht einfach komplett weird aus. Deswegen muss ich mich in der Background-Ebene noch selber entfernen. Und das mache ich mit dem Steppeltool. Oder auch mit dem... Wie heißt das Tool überhaupt? Dieses Tool, wie heißt das? Pflaster-Tool? Jetzt haben wir beides separiert und es geht ab in After Effects. Um den Parallax-Effekt nun zu machen, erstellen wir eine 3D-Kamera und setzen alle Ebenen auf 3D. Wenn wir jetzt die Z-Achse von dem Background nach hinten versetzen und die Kamera leicht rauszoomen lassen, haben wir schon den Parallax-Effekt. Oh God, it's so good. Um dem Ganzen noch ein farblichen i-Tüpfelchen zu geben, habe ich ein Haze mit Lux drauf gemacht und noch einen Lensflare animiert. Damit das Bild noch lebendiger aussieht, habe ich mich noch mit Marionettenpunkten selber animiert und zum Schluss noch Vögel hinzugefügt. Die sehen zwar verdammt crappy aus, aber auf die Entfernung sieht man das nicht so krass. Fertiger Clip. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und lasst auf jeden Fall ein Like da. Würde mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen zweiten Channel Marcy Gang abonnieren würdet. Da kommen Daily Videos. Und da würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Achso, by the way, Leute, hier seht ihr ein Video. Irgendeins, was euch gerade vorgeschlagen wird. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wisst ihr, was daneben ist? Ist auch heftig. Mein Zweit-Channel. Marcy Gang. Abonniert den gerne. Ich warte hier, bis ihr abonniert habt. Ach, wisst ihr, Leute, ich habe den ganzen Tag Zeit, ne? Abonnieren. Komm. Ich stehe nicht umsonst rum. Jetzt mach. Komm.